In dieser Lektion erkläre ich dir das Distributivgesetz. Das Distributivgesetz regelt, wie man eine Summe in einer Klammer mit einem Faktor außerhalb der Klammer multiplizieren kann. In diesem Beispiel wird die Summe 5b plus 2r durch 5 blaue und 2 rote Quadrate dargestellt. Multipliziert man diese Summe mit dem Faktor 3, erhält man ein Produkt, bei dem ein Faktor die Zahl 3 und der andere eine Summe ist. Man kann die Klammer auflösen, indem man jeden Summand in der Klammer mit dem Faktor außerhalb der Klammer multipliziert. Man multipliziert zuerst 5b mit 3 und dann 2r mit 3. Danach berechnet man die beiden Produkte der Koeffizienten, also der Zahlen, die vor den Variablen stehen. Die Skizze zeigt, dass wir den Term richtig umgeformt haben. Es sind 15 blaue und 6 rote Quadrate. Diesen Vorgang nennt man Ausmultiplizieren. Hier noch das Standardbeispiel, bei dem nur Variable vorkommen. Den umgekehrten Vorgang nennt man Ausklammern. Kann man die Summanden einer Summe so zerlegen, dass sie gleiche Faktoren enthalten, kann man den gemeinsamen Faktor, in diesem Beispiel a, vor die Klammer setzen. Um den gemeinsamen Faktor zu finden, muss man für beide Summanden einen gemeinsamen Teiler finden. Der gemeinsame Teiler von 15 und 10 ist die Zahl 5. Wir können die beiden Summanden in ein Produkt mit dem gemeinsamen Faktor 5 zerlegen. Diesen gemeinsamen Faktor darf man vor die Klammer setzen. Fassen wir zusammen. Multipliziert man zwei Elemente in einer Klammer mit einem Element außerhalb der Klammer, muss man jedes Element in der Klammer mit dem Element vor der Klammer multiplizieren. Zum Schluss noch ein Beispiel mit negativen Zahlen. Das Produkt aus minus 3a und minus 5ab ist positiv, da beide Faktoren negativ sind. Das Produkt aus minus 3a und plus 7b ist negativ, da nur ein Faktor negativ ist. Mache jetzt die Online-Übungen auf dieser Seite.